Friends, es geht weiter. Und wir machen mit Dings weiter. Wir versuchen jetzt einfach mal ein bisschen ein paar Schreine zu kriegen. Wir müssen auch immer noch die Feen irgendwie erwecken, damit ich meinen Kram mal upgraden kann, was auf jeden Fall auch echt praktisch wäre. Daher sagt der Chat jetzt einfach mal Hallo YouTube, damit die Leute sich da nicht so alleine fühlen. Und wer sich alleine fühlt, lässt einfach mal ein Abo da. Weil dann bekommt ihr jeden Tag Stuff hier. Und es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich finde, das lohnt sich. Außerdem, Daumen hoch, subscriben, followen, machen, tun, let's go. Okay, Zeit für Schreine. Da wäre es doch ganz praktisch, wenn wir das hier einfach gerade mal machen. Und ich bin so gespannt, wo wir hier Schreine finden. Gibt's nicht bereits die, die interaktive Map von Zelda Dungeon oder so? Irgendwie sowas war da doch. Habe ich das nicht auch irgendwo gepostet? Warte. Hier, tatsächlich. Habe ich getan, weil ich ein Good Boy bin. Dann zeig mir die Schreine, dann kann ich die nämlich einfach gerade mal ein bisschen mal schauen, wo hier noch was ist. Zum Beispiel ist hier einer. Oh, man kann richtig nah reinzoomen, Alter, ich liebe es. So, hier ist auf jeden Fall einer. Dann ist wieder hier einer. Den hier habe ich schon. Dann ist hier noch einer. Irgendwo hier. Und dann war hier noch einer versteckt. Und dann haben wir gute Frage, wo ich jetzt noch einen finde. Irgendwo hier ist noch einer anscheinend. Richtig? Nee. Hier. Da, beim Wasser. Dann ist hier noch einer. Außerdem ist hier noch einer. Okay, ich würde sagen, den gehen wir gerade einfach mal nach. Und dann haben wir ein paar Schreine mehr. Daher, das ist doch schon mal ganz nice. Kann ich hier abhaken? Ah, sick, das geht. So, perfekt. Dann machen wir zuerst den roten. Wie kann er das sehen? Auf ZeldaDungeon.net gibt es eine interaktive Map, wo alle Schreine eingezeichnet sind. Warte, ich glaube, ich muss mit der einen Tante hier reden. Garantiert gibt's Schreinquests, oder? Ach, das ist keine Tante, das ist ein Dude. Okay. Ups. Oh, hallo, wegen der Bürgermeisterwahl schulde ich dir was. Ehrlich gesagt habe ich bereits im Geheimen alle meine Forschungsergebnisse zusammengestellt und ich habe versucht, das Gemüse nach Sargonoath zu ziehen. Wie sehr wir uns auch abmühen, der Erfolg sei uns nicht vergönnt. Jedes Mal kommen die Monster und verwüsten das Feld, wenn alles schon hinüber ist. Wir beide fühlen uns den Monstern im Kampf nicht gewachsen. Es wäre also gut, wenn wir einen starken Beschützer hätten. Okay, das mache ich doch gerne. Wirklich, du übernimmst das für uns. Vielen, vielen Dank. Nach unseren Beobachtungen kommen die Monster spät in der Nacht und kehren bei Sonnenaufgang in ihr Versteck zurück. Ich kann dich doch nicht mit dieser Aufgabe allein lassen. Lass mich dir helfen, das Feld zu bewachen. Aber ich bitte dich, wenn mich Monster in die Enge treiben und ich nicht mehr kann, erlaube mir bitte, mich zurückzuziehen.
Okay, los geht's. Kabi, danke für 4 Monate Treue. Es kann nicht mehr lange dauern, bis die Monster kommen, um das Feld zu verwüsten. Ich hoffe sehr, dass du sie irgendwie vertreiben kannst. Das Morgenlicht vertragen sie wohl nicht. Wenn wir das Feld verteidigen können, bis die Sonne aufgeht. Da kommen sie, Link. Bitte hilf! Thank you! Onegaishimasu! Spawnen die alle hier? Witzig. Oh damn, das geht ab hier. So. Au. Weißt du, richtig funny wär's, wenn wir jetzt auch noch die, die ganzen... Kannst du es angreifen, bitte? Die ganzen Kürbisse hätten verteidigen müssen und die dürfen nicht kaputt gehen und sowas. Das wäre insane funny, not gonna lie, ich würde nur lachen. Ich kann nicht mehr, mir bleibt nur der Rückzug, ach. Ach, hätte ich jetzt ihn auch verteidigen müssen? Oh, what? Warte, das will ich jetzt schaffen. Warte. Doch. Oh mein Gott, warum ist das so super ätzend gerade? Ich will mich meine ganzen guten Waffen dafür aufwenden. Diese ätzenden Monster. Holy shit, was soll das? Fuck off, ey. Das ist ja super nervig. Warte mal. Warte mal. Kann ich vielleicht... Nee, oder? Das geht nicht. Yeah.
So. Ey, jetzt muss ich mich hier voll konzentrieren, Mann. Au. Ich habe zumindest gedacht, dass ich meine Dudes noch irgendwie zur Hilfe rufen kann, aber das geht ja anscheinend auch nicht. Ah! Der Sieg ist eindeutig unser. Danke! Holy shit, Junge. Holy shit. Wir haben es geschafft! Die Kürbisse! Dank dir konnten wir die Kürbisse verteidigen, an deren Entwicklung wir so hart gearbeitet haben. Vielen Dank, Link. Wie umwerfend schön sie im Licht der Sonne strahlen. Ah, Sonnenkürbis wäre doch ein passender Name dafür, nicht wahr? Runde, köstliche Sonnenkürbisse. Ja, das passt wunderbar, finde ich. Sonnenkürbisse, ja, ein vortrefflicher Name. Hier hast du deine Belohnung. Yes, nice, voll cool. Das Gemüse und die Felder hier sind der Schatz von Ateno, bla bla bla. Alles verdanken wir dir. Jetzt sind die ganzen Loot-Sachen verschwunden. Hate my life. Egal. Also, Schreinsensor ist praktisch. Aber halt, alle Schreine zu suchen, dauert halt 800 Stunden, wenn du nicht weißt, wo sie sind. Und dieses Spiel ist halt schon so designed, dass du so ein bisschen mit der Community zusammenarbeiten sollst, um rauszufinden, hey, da ist ein Schrein und ich habe diese Quest gemacht und die hat dann möglicherweise auch einen Schrein aufgedeckt und so weiter und bla und überhaupt und halt alle mit dem Schreinsensor zu finden, ist halt quasi eine Billiarde Stunden lang so. Und da bin ich sehr dankbar, wenn ich einfach so ein bisschen Guidance habe und zumindest in die Richtung gewiesen wäre, wo die sein könnten. Und entsprechend finde ich das eigentlich voll okay so. Vor allem bevor ich die nächsten Tempel mache, ich brauche mehr Herzen und ich brauche sowas von mehr Ausdauer. Wenn du das Spiel eine Weile spielst, kommen die starken Waffen von alleine. Außerdem hatte ich ein bisschen Hilfe von Amiibos. Ich mag's, wie die kleinen Dudes wesentlich öfter auftauchen. Das ist voll cool. Und ich mag's, wie der Schreien-Sound einfach wesentlich angenehmer ist. Okay, theoretisch müsste hier irgendwo einer sein. Natürlich besteht auch die Chance, dass da unten eine Höhle ist und der ist dann da drin. Gott verdammt. Warte, Bilder. Oh Gott, was für ein haunting picture, Alter. Au, holy shit, haut er rein. Habe ich noch irgendwas, was einfach einigermaßen was kann?
Oh mein Gott. Haut übelst rein, Alter. Hey, kannst du es nicht machen? Danke. Ist er tot? Haben wir es geschafft? Ach, er ist da unten und kommt jetzt wieder langsam nach oben, ne? Der coole Dude. Na, komm her. Sehr schön. Okay, perfekt. Da loote ich ihm noch direkt mal alles weg hier. Dann... Ach, hier komme ich nicht hin, weil hier Wasser ist. Okay, witzig. Bitte. Das ist schon okay. Na komm. Stellt sich heraus, mit Stein, mit Holz und Stein abzuarbeiten zu wollen, ist nicht so effektiv. Kann ich eigentlich die Bomben irgendwie dazu kriegen, dass sie wachsen? Wenn ich da jetzt mit einem Wasserpfeil drauf schieße, würde das funktionieren? Oder mit einem Wasserdingsbums hier? Nein, schade. Das wäre cool gewesen. Ich soll etwas trinken. Okay, dann machen wir das doch gleich. Aber erst explodiere ich hier kurz noch die Wand weg. Wo auch immer die Bombenblumen sind, hier. Es waren keine 200 Milliliter, aber fast. Dumix, danke für den verschenkten Sub. Ach, ganz vergessen, dass das jetzt so super nervig wird, da hochzukommen. Ein Glück gibt's das hier. Hey Klein, was kann ich für dich tun? Meine Katze kommt einfach vorbei und ist so... Schenk mir Aufmerksamkeit! Und dann will ich ihr Aufmerksamkeit schenken und sie ist so... Nee! So nicht! Ey, ich vergesse auch ständig, dass es diese Decken-Power irgendwie gibt. Das ist halt... Das ist so... Ah. Die Kräfte in diesem Spiel sorgen halt echt dafür, dass dir das Gehirn explodiert.
klug. Warte. Er kommt da raus. Mega funny. Ey, ich hab auch... Es gab ja diesen einen Turm mit dem einen Dude, der dich halt fragt von wegen... Oh Mann, unter diesem Turm ist so eine Höhle mit so leckeren Pilzen. Und ich hab dem einfach legit, glaube ich, so 30 Minuten, 40 Minuten versucht Pilze zu bringen. Und bin da unten rumgerannt, hab diese ganze Höhle geklärt, damit er da runter geht und seine scheiß Pilze holt. Ich bin so durchgedreht, Alter. Und die scheiß Lösung war, unten in dieser dummen Höhle mit diesem... Mit diesem Deckensprung, in diesen Turm reinzuklettern. Ey, ich muss aber auch sagen, das ist beschissen designt. Also das ist halt ein richtig, richtig schlecht designter Turm, so. Halt, dass sie dich so total klar mit Pilzen da unten in die Höhle locken und halt auch nicht locker lassen. Zeigt halt total von wegen, hey, by the way, es geht halt um die Pilze, nicht, dass du in die Höhle gehst, so. Okay, man kann speziell diese Schatztruhe auch einfach nicht da hochkriegen, ne? Dann natürlich die Frage, wie soll man da hochkommen? Das check ich jetzt nicht. Ja, stimmt. Okay, ich vergesse schon wieder den Deckensprung. Gerade drüber geredet. Prime Example so. Wobei ich auch sagen muss, ich hab's halt gerade gesehen, als das Ding da drüber war und da dieser Overhang war, da hat das dann Sinn gemacht. Ja, das wollte ich nicht. Ich hasse es, dass... Oh mein Gott! Ich hasse es, dass ich L drücken muss. Das ist das Schlimmste am ganzen Spiel. What? Jetzt aber. Also prinzipiell stimme ich zu, dass Simple Denk manchmal helfen kann, aber speziell bei dieser Turmquest. Die ist halt einfach nur richtig bad, so. Das haben sie einfach echt nicht gut gemacht. Ja, meine Items sollte ich mittlerweile auch gut kennen. Aber ey, das nervt halt so krass, Junge. Das ist so... alles übernehmen sie aus dem Vorgänger. Aber wie man die Kräfte auswählt, mussten sie natürlich ändern. Hated so. Hated ganz doll.
Okay, das hätten wir geschafft. Das war schon mal ganz cool. Dann geht's jetzt auf zum Blauen. Und da können wir, glaube ich, einfach hinfliegen. Das macht mehr Sinn, als wenn ich da jetzt ewig lange rumgrabe. Das Blaue, okay. Ich habe noch keinen Gliok gekillt. Dafür traue ich mich, also fühle ich mich auch nicht stark genug für. Ich habe mich an einem Blitz-Gliok versucht, der in dem Kolosseum rumsteht. Aber das war's auch. Also ich habe bei dem halt gesehen, wie krass wenig Schaden ich gemacht habe. Und dann dachte ich mir so, vielleicht soll es nicht sein. Vielleicht soll es einfach nicht sein, dass ich jetzt schon so einen Dude kille. Oh, Junge! I fucking swear, Alter. Irgendwann ist es soweit. Irgendwann ist es soweit, ey. Okay, wie soll man da hochkommen? So fängt's nämlich schon an. Wie soll man da hochkommen? Haben sie extra so designt. Das kann ich sehen, das kann ich spüren. Das kann ich riechen so. Oh wow, es ist einfach der alte Schiebesound aus Ocarina of Time. Ich dreh durch. Okay, bei dem macht das tatsächlich Sinn mit dem Deckensprung. So. Ja, das Ding ist halt, wenn du alle Wände kletterbar machst, dann kannst du einfach bitte. Danke. Wenn du alle Wände kletterbar machst, dann kannst du einfach alle Puzzle skippen. Also mussten sie schon irgendwie sagen, so ein paar kannst du einfach nicht hochklettern. Tada! Oh Mann, wie komme ich jetzt da hoch? Was macht der eigentlich? Wie sieht der aus? Der macht nicht so viel, ne? Ich hab doch... Weißt du, ich opfer jetzt einen so einen Stein. Wo hab ich die? Hier. Ich opfere. Unter anderem, aber nicht limitiert auf... Hier. Ha!
Aha. Oh, das sieht cool aus. Witziger Stuff auf jeden Fall. Okay. Bin ich jetzt eingeschlossen und komme nicht raus? Ah, bin ich nicht. Sehr gut. Glaube ich. Oh Gott. Vielleicht sollte das nicht auf mich drauf fallen. Okay, warte. I see where this is going. So. Sieht auf jeden Fall besser aus als ein Schwert mit dem Felsen vorne dran, da stimme ich zu. Ich habe schon Angst gehabt, dass es keine richtigen Zauberstäbe gibt, aber es gibt sie doch. Und das macht mich sehr glücklich. Dam, da, 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 dam. Das finde ich sick. Warte, ich komme da hoch. Bench, danke für den Sub. Warte. Na bitte. Ich habe ihn beim Schlafen gestört. Das tut mir fast ein bisschen leid. Aber ich habe dafür Rubine bekommen, von daher ist es mir eigentlich egal. So, wieder nach da oben und dann wieder nach da unten. Ist das der Gelbe? Den habe ich anscheinend gar nicht markiert. Ich habe den Blauen ja frei, ne? Er ist einfach komplett auf der anderen Seite der Welt. Okay. Dann muss ich jetzt anscheinend nach da unten irgendwo. Hey Ela. Hey Fiona. Was geht ab? Okay, ich setze mir schon so ein Ding auf, damit er nicht mehr friert. Meine Güte. Man kann sich halt auch mega anstellen, einfach. Ich finde es übrigens so cool, dass die Augen von dem Ding leuchten. Das ist so cool. Einfach den Majora's Mask Gleiter mit der Majora's Mask selber tragen und einfach durchdrehen so. Ich sage, der ist in einer Höhle. Wieder. Oder? Nicht? Wir müssen auf jeden Fall runter. So, lass uns den mal ausprobieren. Huh?
Tada! Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert, wie ausdauernd, dieses Schwert ist. So, das hält einfach mega viel aus. Nicht das Schwert, das Schild. Was habe ich denn hier mal, was ein bisschen was kann? Das sieht doch gut aus. Nice. Erstmal ein fettes Upgrade-Fien fahren. Okay, so. Dann schauen wir mal, wie wir jetzt da reinkommen. Hundertprozentig ist hier irgendwo eine Höhle, wo ich rein muss. Die Frage ist nur wo, Vielleicht in dem Wasserfall, vielleicht aber auch... Damn. Erstmal einen ordentlichen Ruckler mitnehmen. Vielleicht machen wir auch das hier zuerst. Weißt du, ich habe so scheiße abgestruggelt bei dem einen Ding. Oh mein Gott. So ein Struggle war das. Gibt es was an dem Spiel, was ich so richtig kacke finde bisher? Dass du auf L drücken musst und L gedrückt halten musst, um die Kräfte zu wechseln. Das ist ätzend. Ich hasse es. Es ist furchtbar. Es macht das Spiel objektiv um 20 Punkte schlechter, dass es nur noch eine 5 von 10 ist, so. Es ist einfach das Schlimmste am ganzen Spiel. Es kotzt mich halt so immens an. Holy shit, einfach nur. So, Frando. Ich hab dich gerettet. Bist du einer von den Jäger? Hörst du dafür die Flöhe husten? Gut, dann sonst wäre das wohl auch mein Ende gewesen. Hier, jetzt danke für die Rettung. Oh, nice. Mega cool. Danke. Ich heiße Utrik und bin auf der Reise durch Hyrule. Aha. Jetzt habe ich ein paar Insektenweisheiten. Oh Gott, ich möchte nichts zu Insekten wissen. Thanks, but no thanks. So. Die Sternschnuppe. I don't care. Oder kehre ich? Die ist schon krass weit hinten, oder? Oh. Ich weiß eh nicht, wo der Schrein hier ist. Okay, wir gucken mal nach. Vielleicht kommen wir rechtzeitig hin. Ich habe gerade gerantet, dass ich es hasse, dass du L gedrückt halten musst, um die Kräfte auszuwählen. Okay, das ist einfach way back there, so. Da habe ich halt legit nichts, wie ich da hinkomme. Das schaffe ich niemals, so. Außer vielleicht, wenn wir von da oben runterspringen. Obwohl, ist das Ding jetzt auch weg? Verschwinde die nicht, wenn du warbst? Nein, tun sie nicht. Okay. Dann schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir es ja doch. Dann kann ich auch gleich den Schrein da unten noch machen, der da so
mega offensive am Blinken ist. Aber ja, wenn ich einen Änderungswunsch für das Spiel hätte, dann, dass du die Kraftauswahl aus Breath of the Wild wieder aktivieren kannst. Das ist halt legit so der einzig große Punkt, den ich habe, der mich absolut wahnsinnig macht. Ich hab's mir in 30 Stunden oder 40 Stunden, wie auch immer lange ich das Spiel schon spiele, ich hab's mir nicht angewöhnen können. Da sind einfach die 280 Stunden Breath of the Wild zu krass drin, so. Nee, in Breath of the Wild musstest du halt mit dem Steuerkreuz nach oben drücken. Und das ist vollkommen okay, so. Damit kann ich leben, weil ich mir das einfach angewöhnt habe. Ich habe so viel Breath of the Wild gespielt, dass das einfach so krass in meinem System drin ist. Das Steuerkreuz oben, Kraft auswählen, komplett klar geht, so. Aber was dann halt mein Gehirn unglaublich kaputt macht, ist, dass ich dann halt den scheiß L-Knopf gedrückt halten muss jetzt. Oh, come the fuck on, Junge. Das ist nicht euer Ernst, ey. Aber wir haben es geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt, aber es hat geklappt. Euch habe ich schon alle, ne? Okay, cool. Nehmen wir das halt mit, wenn es schon mal da ist. Ach, wie ätzend. Weißt du, ich krieg die ganze Zeit auch so Spam-SMS von wegen irgendwie, hey, DHL-Paket XYZ konnte nicht zugestellt werden. Bitte gehen Sie auf dhlpaket-versand.de. Und ich denk mir so, das ist ein bisschen sassy. Aber jetzt habe ich halt eins aus den Niederlanden bestellt. Und jetzt bekomme ich halt eine niederländische SMS mit, hey, es gab ein Problem mit dem Paket. Und jetzt bin ich so, ist die legit oder ist die auch fake? Ah. So, wir brauchen auf jeden Fall... irgendwie sowas hier. Hey, Gatoschka. Mir geht's gut, wie geht's dir? Also das Problem ist nicht, dass ich nicht verstehe, was in der SMS steht. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, ob es jetzt eine echte SMS ist oder, ob sie mich einfach nur scammen wollen. Stopp! Ich brauche mindestens eine davon. Und ich brauche die Schatztruhe, die irgendwo hier sein sollte. Ja, also ich bekomme die ganze Zeit so strange SMS. Halt einfach so, wie gesagt, dass Leute so tun, erstmal als wären sie mein Sohn oder meine Tochter.
Was ich dann so sowieso schon mal strange finde. Dann, dass es halt immer so eine +3,3 oder +3,4 Landesvorwahl ist, was ich auch sehr sassy finde, wenn ich ehrlich sein soll. Und wie gesagt, neuerdings bekomme ich halt die ganze Zeit so SMS von wegen, hey, DHL-Versand. Und so im Sinne von, hey, dein DHL-Paket gab Probleme mit dem Versand. Bla, was soll's, kann passieren. Aber dann halt so, ja, dann geh doch bitte auf DHL-Versand. Nee, gar nicht, dhl-paket-versand.de, was halt so offensichtlich eine Fake-Adresse ist. Und keine Ahnung, so. Jetzt habe ich halt eine aus den Niederlanden bekommen, weil ich halt auch ein Paket aus den Niederlanden bestellt habe. Und jetzt weiß ich halt nicht, ob das eine echte SMS ist oder nicht. Und ich habe Angst, es rauszufinden. Oh Gott. Perfekt. Das Problem ist, die URL da drin ist deutschepost-unterbrechung.de. Also ich glaube, die ist nicht echt. Hau raus. Ey, ich hab gestern auch Drachensurfing gemacht. Das war voll cool. Ich stand auf dem Elektrodrachen und bin einfach mit ihm zusammen in die Unterwelt und dann wollte er wieder hoch und dann bin ich runtergefallen. Oh mein Gott, er sucht nach seinem Freund. Wenn das nicht mega convenient ist. Hey Vicky, was geht ab? Ja, ich glaube auch, die ist fake. Ich glaube, die Deutsche Post schickt mich nicht auf so eine strange Website. Oh je, was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde? Sieht so aus, als würde mir ein Rauchsignal schicken. Dann sollte ich mich beeilen, um zu ihm zu stoßen. Aber ich bin so erschöpft, ich kann mich kaum bewegen. Ich hasse diese Quests eigentlich so ein bisschen, wenn ich ehrlich sein soll. Tatsächlich kriege ich aber von DHL SMS, also legit SMS, welche so sagen von wegen, hey, dein Paket ist unterwegs. Und solche Späßchen, also das ist schon vorgekommen. Aber ja, was da ein bisschen strange ist, ist dann halt tatsächlich von wegen... Also was heißt, was ein bisschen strange ist, was halt offensichtlicherweise mega der Fake ist, so. Diese Webadresse, die sie mir da andrehen wollten. Pass auf, jetzt fällt der Shit einfach gleich runter und ich weine einfach für immer. Ich glaube, der musste hier hin, ne? Genau. Okay. Let's go. Brauche ein bisschen mehr Battery Power. Da haben wir doch. Okay, dann können wir jetzt langsam auch crashen, ehrlich gesagt. Das ist okay. Und hier ist auch direkt noch ein Schrein in der Nähe. Das finde ich natürlich auch sehr praktisch. Okay, Zeit nach unten zu gehen, mein Freund. Boah, komm schon. Boah. Wie einfach vorbeidonnert. Nein, fall nicht ins Meer!
Warte! Don't! Okay, er despawnt nicht. Das finde ich schon mal gut. Der Weg war gut. Die Landung war ein bisschen trashy so. Da kann ich nichts gegen sagen. Die war ein bisschen bad. Also ich weiß nicht, ob der Croc schwimmen kann, aber auf jeden Fall kann sein Rucksack schwimmen. Das ist schon mal was wert. Das Ding ist, hätte ich ihm einfach an dem Ding gelassen, wäre er hier oben gecrashed. Sind echt lang, ne? Das kann echt richtig lange sein. Okay, finden wir mal einen Schrein legit so. Okay, wir müssen auf jeden Fall nach unten. Und vielleicht müssen wir dieses Puzzle hier lösen. Oh, warum ist das alles so easy, Alter? Das eine war voll schwer. Das eine war voll schwierig, Mann. Das war so ätzend. Das hat so lange gedauert. Ich bin mir leider nicht so sicher, was ich von diesen Tempeln halte, von den Schreinen halte, die so unter dem, nicht unter dem Meer sind, sondern unter dem Boden in der Höhle. Insgesamt gibt es 1000 Croc Samen, aber es gibt wieder 900. Also es gibt 800 reguläre und 100 von diesen, ich will zu meinem Freund, Dudes. Daher prinzipiell wieder 900, aber du bekommst 1000 Samen. Nicht, dass ich mich beschweren möchte, aber halt, dass ich eine Karte habe, die mir zeigt, wo alle Schreine sind, ist halt auch nur so marginal hilfreich, wenn die echt alle unter Tag sind, so. Daher schauen wir mal. Geister sind die
Fähigkeiten der, wie nennt man sie denn? Sind quasi das Äquivalent der Reckenfähigkeiten aus Breath of the Wild. Nur, dass sie mir halt dieses Mal folgen und halt beim Kämpfen helfen. Aber ich mach sie einfach mal aus, weil sie ein bisschen nerven. Da ist ein Rumi! Der cute Dude. Ah, guck mal, hier geht's nach unten. Ich schätze, das ist die Höhle, die ich gesucht habe. Huch, hast du mich erschreckt? Wer rechnet auch damit, hier jemandem zu begegnen? Bist du auch wegen des Schatzes aus dem Reim von Koda hier? Nee, nein, du bist zufällig hier? Ich bin mit meiner guten Zora-Freundin Fina auf der Suche. Fines Mutter Koda hat uns ein altes Dokument mit einem Reim gezeigt. Ein des Dankes voller Schrein für ein des Dankes voller Stein. Er liegt dem Charme von Kap Tham. Irgendwie so. Es ist ein alter Text und er ist etwas seltsam formuliert. Ich fand ihn gleich etwas fragwürdig. Ein Schrein voll des Dankes. Das klingt doch eindeutig nach Schatz. Fien ist direkt losgelaufen. Ich natürlich hinterher. Und da wären wir nun. Fien ist schon vorausgeschwommen, tief in die Höhle hinein. Sie hat noch gesagt, ich soll schnell nachkommen. Ich glaube, sie denkt, für mich ist nichts unmöglich. Also, ich habe schon trainiert, aber ich bin trotzdem kein so guter Schwimmer. Ich habe zwar einen Floß gefunden und versucht, es flott zu machen. Aber das Wasser in dieser Höhle geht rauf und runter, also kommt man nicht voran, ohne dass man auf Felsen landet. Ich weiß nicht, was man machen soll. Dabei habe ich es Fina doch versprochen. Ach. Das ist ja tragisch. Ich klaue mir mal das Floß. Ich hoffe, die stört das nicht. Oh, warte. Die muss ich ja damit verbinden, ne? Die kann ich ja nicht einfach nur aufsammeln. Voll vergessen. So, okay. Hey, ohne das Floß bin ich aufgeschmissen. Hä, dann komm doch mit. Ach. Fein, dann halt nicht. Dann mache ich es halt so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist er etwa... War er der Dude? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist er der Pedo-Dude? Oh no. Oh no. Oh no. Why don't you take a seat, so? Sad. Jedes Mal wieder traurig, wenn ich nur so einen Trash aus den Truhen kriege. Ach, Sasan. Der Schrein voller Dank aus dem alten Dokument. Ich warte hier auf Sasan. Okay, ja, dann macht ihr mal. Muss ich... Habe ich... Ist das jetzt alles cool? Sag mir nicht, ich muss den jetzt rüber dirigieren. Da habe ich so gar keinen Bock drauf. Was ist das? Ach so. Ach, einfach nur. Uff.
Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Alles wird gut. Oh, nice. Ba-ba-bam. Gibt's hier zufällig was, womit ich ein Floß bauen kann? Es gibt hier auf jeden Fall Bomben. Das finde ich schon mal ziemlich nice. Ey, die Schreine, in denen du nichts machen musst, sind meine Lieblingsschreine. Das war in Breath of the Wild schon so, ist hier immer noch so. Feiere ich sehr doll. Was ich richtig cool finden würde, wäre, wenn ich einfach mal so ein Feld voller Bombenblumen finden könnte. Das wäre so praktisch. Okay, da ich anscheinend echt viel am Schwimmen sein werde. Los geht's. Oder ein Bombenmodul. Weißt du, mein ultimativer Traum ist es, dass wenn du irgendwie... Keine Ahnung. Irgendwas Krasses geschafft hast, dass du einfach deinen Shika-Stein wiederbekommst. Und dann einfach sowohl die Sonar-Kräfte hast, als auch die Shika-Stein-Geschichten. Das fände ich halt richtig, richtig cool. Aber ich glaube, das wird so nicht funktionieren, daher... Muss ich mir jetzt ernsthaft einen scheiß Floß zusammenbauen? Oder kann ich hier irgendwas verwenden? Ich muss mir ernsthaft eins zusammenbauen, oder? Junge, das ist ja super ätzend. Und das Ding ist, normalerweise sind die ja so fair und packen die halt deine ganzen Bausachen einfach direkt daneben. Oder machen es halt dort einfach, dass du das Floß direkt nutzen kannst. Aber nein, hier musst du jetzt ernsthaft komplett selbst so ein Ding da reinpacken. Richtig crazy. Das spare ich mir für später auf. Wenn ich irgendwann so viel Sonanium habe, dass ich mir einfach ein krasses Floß spawnen kann, weil das mache ich nicht. Echt? Ich dachte, er fährt mir hinterher. Also das stand ja irgendwie in der Quest-Beschreibung. Okay, dann kann ich ja doch gleich wieder runter. Dann ist es doch wieder machbarer, als ich dachte. Es hätte mich jetzt auch echt gewundert, so. Wenn die einfach sagen, so, du musst jetzt komplett selber da so ein Ding runterhieven. Das wäre halt schon echt krass. Man bekommt an einem bestimmten Ort recht viele Donnerblumen. Ist es ein Spoiler, wo der Ort ist, oder ist es kein Spoiler? Weil wenn es ein Spoiler ist, dann will ich es erstmal noch nicht wissen. Okay, mein Dude. Gehen wir auf Reisen. Alles cool, alles cool. Steig aufs Floß. Just do it. Ich bring dich zu deiner Lolli-Freundin. Das macht dann auch Sinn, warum da so ein
Ups. Warum da so ein Stuhl dann auch ist. Ja, Vorsicht, Schmorsicht, Alter. Sekunde, ich mach kurz das Quest hier fertig und speede mit ihm darüber. Hör schon auf, halt die Klappe. No one stops, so. It's way too late to stop. So, wir haben es geschafft. Es war gar nicht so schwierig. Und das war jetzt so krass kompliziert, dass er das nicht alleine hingekriegt hat. Come on, dude. Sasan, du siehst auf das Bleich um die Nase aus. Geht's dir gut? Ah, alles bestens. Tut mir leid, dass ich so lange brauchte. Schau mal, Sasan, der Stein leuchtet ganz komisch. Ob das der Schrein voller Dank aus dem Reim ist? Passt schon. Aber ich sehe keinen Schatz, das ist schon schade. Fine, wir sind den ganzen Weg vom Dorf der Zoras hierher gekommen, um einen Schatz zu finden. Es war nicht einfach, aber jetzt stehen wir beide hier und sehen uns den Schrein mit eigenen Augen an. Das bedeutet mir mehr als jeder Schatz. Weißt du, Sasan? Mir hat unsere Schatzsuche auch richtig Spaß gemacht. Der wahre Schatz ist die Erinnerung daran. Danke, dass du mich heimgebracht hast. Nur durch deine Hilfe konnte ich diesen wundervollen Schatz finden. Natürlich sollst du nicht leer ausgehen. Bitte nimm das hier. Okay, cool. Hau raus, Junge. Ich habe ihn auf dem Weg zur Höhle gefunden. Du kannst damit wahrscheinlich eher was anfangen. Oh, ich habe auch noch was für dich. Na dann, Fine, dann mal zurück zum Dorf der Zoras. Dann los. Schwimm voran, dann kann ich dir zur Not helfen. Klar, logisch. Ich schaff das schon. Ich finde die beiden immer noch etwas problematisch. Aber okay, so, das ist die Map, die ich bisher habe. Also ja, Zoras altern viel langsamer als Filiana, aber dann würde ich halt auch denken, dass sie ihren Kinderstatus halt länger beibehalten als Filiana. Und wenn die halt noch aussieht wie ein Kind, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen strange so. Im Untergrund gibt's viele Donnerblumen. Okay. Das ist mein Untergrund bisher. Hält sich leider in Grenzen. Aber gut, dann machen wir erstmal weiter damit, dass ich mir meine Schreine hier zusammensuche. Und jetzt ist ihm wieder kalt. So. Okay, das klingt gut. Also, es klingt gut, aber ich weiß nicht, ob es gut ist. Ah, ich weiß, er düst wahrscheinlich gerade ins Loch rein, oder? Wahrscheinlich war es das. Okay, wir müssen aber in die Richtung. Dann, let's go! Also mein Link ist gigantischer Holzfan. Holz kochen und ihn dann essen lassen. Delikatesse einfach.
Ich meine, wir werden sehr wahrscheinlich auch wieder für dieses Spiel irgendwelche Challenge-DLCs bekommen. Und ich kann es kaum erwarten, das Holz wieder zuzubereiten. Ich bin mehr als ready dafür. Die leuchtenden Blumen sind so hübsch. Die sind so pretty. Ich meine, das Spiel ist halt auch erst seit gestern draußen. Daher, ich glaube, es wird auch nicht erwartet, dass ich das Bandschwert habe. Aber umso cooler wäre es, wenn ich es hätte. Ne? Das wäre schon ein pornöser Moment. Aber ich glaube, das wäre so ein bisschen Spoiler Central, wenn ich das jetzt, also wo auch immer ich es herkriege, das wäre, glaube ich, krass. Nee, bei Breath of the Wild hat das auch ein bisschen gedauert, bis sie gefragt haben. Das war nicht direkt Day One. Aber eigentlich wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn ich mal zum Krogwald gehe und mal nachfrage, ob der Deku-Baum irgendwie Bescheid weiß, was geht. Ah, verdammt. Ah, na bitte. Habe ich den schon photographed? Habe ich sogar schon. Okay. Ist das ein blauer? Der ist offensichtlicherweise nicht blau, Alter. Blach. Wisst ihr noch, als wir in Breath of the Wild hier lang gelaufen sind und irgendwas gemacht haben? Oh, hier haben wir den Dingsbums-Drachen gegrindet für 20 Minuten. Ich erinnere mich. Gute Zeit. Jetzt, wo ich hier lang laufe, vermisse ich Breath of the Wild ein bisschen. Ah, hier ist ein Krog. Siehste? Langsam kommen meine Krog-Senses wieder. Haha. Bringe den Kristall, den das Licht zeigt, dem Schrein da. Okay. Uff. Ich möchte eigentlich sein Horn haben, weil das ganz cool ist. Es ist halt einfach ein Katana, Mann. Sehr nice. Jetzt müssen wir irgendwie da hoch. So. Das ist richtig.
Oh, come on. Ernsthaft? Regen für 2 Stunden? Ich hab diesen Dingsbums-Drink auch nicht mehr, oder? Doch! Vielleicht haben wir Glück. Okay, perfekt. Okay. Okay, das sieht sick aus, was auch immer hier hinter passiert. Okay. Hey Space Robo Fox, was geht ab? Uff. Oh, ich habe noch keine Schatztruhe fotografiert. Das ist kriminell fast. Ja, passt schon. Ich weiß, wir sollten eigentlich den Stein zurückbringen. Aber das ist genauso wichtig. Ich frag mich, ob du irgendwie was Krasses kriegen kannst, wenn du den Rumi triffst. Eigentlich wäre das voll ideal hier gewesen, weil du einfach von oben hättest ihn abschießen können und dann einfach nur runterspringen. Und da dann die Zeitlupe machen. Ah, cool. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall schon mal das hier. Das ist ganz nice. Ach, hier ist sogar eine Startrampe. Das wird ja mal besser. So, warte. Dann... Okay, er fliegt noch nicht von alleine los. Das ist auf jeden Fall auch schon mal sehr gut. Gib mir doch gerade mal das hier. Dann gib mir doch gerade mal... den hier. Die Raketen sind schon ziemlich cool. Also es ist halt mega witzig, wie du super wegdüst, sobald sie angehen. Nichts ist besser, als die Raketen auf so einen kleinen Krog-Dude zu packen und ihn einfach ins Weltall zu schießen. Das ist halt einfach Premium-Unterhaltungskontent so. Premium, sag ich dir. Okay. Dann schauen wir mal, ob das was wird.
Ey, guck, das wird einfach was. Voll gut. Oh, so macht das Spiel Spaß. Zeit zu crashen. Oh, nice. Tada! So, was finden wir hier? Das finde ich sehr gut. Das finde ich extraordinär gut. Das wird mich wahrscheinlich unglaublich viel Sonanium kosten, wenn ich das mit Bautomatik mache. Aber das ist sensationell. Flup. Tada. So, als nächstes führt mich der Weg nach dort. Doch, nach dort. Schauen wir mal. Sollte hinhauen. Mit Glück düst auch der Drache gleich nochmal vorbei. Dann kann ich da auch nochmal irgendwie ein Horn mitnehmen oder so. Es ist halt schon ultra convenient eigentlich. Siehste, siehste, da ist er. Da ist die Bitch einfach. Ich wusste es. Aber er fliegt in die falsche Richtung, verdammt. Aber glücklicherweise müssen wir ja auch in die Richtung. Also ist das irgendwie schon wieder okay. Ist das bei Kakariko oder bin ich auch nur dumm? Nee, es ist da vorne. Verdammt! Okay, dann weiß ich zumindest, dass er aus diesem Loch da kommt. Das ist auf jeden Fall praktisch. Das Quest mit der Klaue habe ich schon gemacht, falls du darauf anspielst. So, wie komme ich... So komme ich daran. Also mir fehlt noch ein Clown-Quest tatsächlich. Und, dann habe ich alle drei. Okay, okay. Irgendwo soll das hier sein, auf jeden Fall. What the fuck? Okay, nice, danke. Hier geht nicht so viel, ne? Die Bäume sind einfach der gruseligste Shit, Mann.
Okay, wenn ich normal klettere, komme ich mit 2 Tropfen tatsächlich nach oben, ne? Aber wenn ich springe, ist das doof. Das ist ja cool. Dass das geht, finde ich super nice. Ah, okay, wir rutschen doch, aber das ist okay. Okay, okay. Die Frage, die ich habe, ist... Wo ist der Schrein? Er ist ja offensichtlich unten. Das heißt, irgendwo ist wieder... Irgendwo ist wieder eine Dingens. Wie heißt es? Eine Höhle. Und ich habe das Gefühl, vielleicht da oben? Vielleicht auch nicht. Okay, das ist ultra mysteriös. Vielleicht hier unten? Da ist auf jeden Fall was Krogmäßiges. Das können wir schon mal mitnehmen. Dieser Baum ist sehr cool, aber ich weiß nicht, ob er irgendwie hilfreich ist. Auf jeden Fall nicht. Warte. So. Dann gehen wir nach hier oben. Nehmen den noch mit. Ah, cool. Ich hätte den gar nicht werfen müssen. Ich hätte auch einfach mit runter crashen können. Warte. Das muss perfekt sein. Und bumm. Haha. Tada. Nee, das Video kommt noch. Es ist halt einfach 45 Minuten lang. Es braucht leider eine Weile, bis es fertig ist. Vor allem dudel ich auch die ganze Zeit daran rum und bin so, jetzt habe ich halt nochmal 10 Stunden gespielt, jetzt habe ich wieder neue Eindrücke gewonnen, also kann ich eigentlich das Video da nochmal updaten und da nochmal neue Sachen reinschreiben, da nochmal einen Text umschreiben, das ist halt schon nicht mehr passend. Bäh. So, daher... Ich wollte es eigentlich zum Release fertig haben, aber jetzt ist es eher so ein ongoing Project, was dann halt fertig wird, wenn es fertig ist.
Ja, das wird so eine Aktion wie das Metroid Review. Also am Ende wird es echt so ein Ding von wegen, blech, ewig lang, ewig viel Inhalt, ewig viel High Quality Production. Aber was soll's. Falls irgendwer weiß, was ich hier machen muss, haut die Info mal raus. Ja, Perfektionisten nur strikt schon wieder. Ist eigentlich nicht cool. Vor allem wollte ich sowieso nochmal ein schönes, ausführliches Video zu dem Spiel machen, wenn ich durch bin. Das heißt, dass ich da jetzt so viel Arbeit reinstecke, ist eigentlich komplett unnötig. Ich suche gerade selber. Es hat irgendwas mit dem kleinen Teich auf jeden Fall zu tun, weil da war das Icon. Keine Axt oder sowas. Das ist halt ein bisschen doof gerade. Ach, da habe ich die ganzen Eicheln her. Okay. Ich meine, vielleicht ist das irgendwie ein Questschrein oder so. Das kann natürlich auch sein. Ja, das dachte ich mir auch gerade, dass es das sein könnte, aber das war es leider nicht. Junge, das ist ja übelst crazy, Alter. Ah, warte mal, wo bin ich denn hier gerade? Ich bin... auf jeden Fall hier. Dafür haben sie noch keinen Eintrag. Das ist auf jeden Fall super sad. Kann ich denn hier Cave? Ist da eine in der Nähe? Hier ist auch keine in der Nähe. Also ich habe gelogen, hier sind zwei in der Nähe, aber ich weiß halt nicht, ob die passend sind, weil die super weit weg sind. Also eines hier.
ultra weit weg. Aber hey, vielleicht ist es genau das, was wir suchen. Daher... Frage ist, jetzt ist sie da unten? Vielleicht? What? 1 Milliarde Schleichlinge, Alter. Ich weiß übrigens nicht, was man hier machen soll. Also ich habe eine Idee, dass man da so eine Rakete dran baut, um es dann wegzuschießen, aber das kann es doch auch nicht sein, oder? Muskelkraft dran ziehen. Ich glaube, das wird nichts, weil es im Wasser liegt. Da kann ich nicht dran ziehen. Ich muss da, glaube ich, irgendwas dran bauen und dann muss das irgendwie wegschießen oder so. Also an dem Ding kann ich nichts machen. Das muss ja irgendwie hiermit sein. Und ich kann das ja anscheinend irgendwie bauen. So, da kann ja irgendwas dran. Habe ich nicht noch eine Rakete? Ich glaube, eine müsste ich noch haben, oder? Nee, ich habe keine mehr, verdammt. Ah, schade, sonst hätte ich das mal ausprobiert. Okay, das wird nichts. Ich habe doch den Zora-Kram. Das macht das alles doch ein bisschen einfacher. Ah, guck mal. Höhle. Ups. Au, warte. Na bitte. Uff. Okay, ich verstehe, was sie hier von mir wollen. Das finde ich funny. Lass mich das kurz mal... Lass mich das kurz mal zusammenbauen hier. So. Das blaue Vieh ist das Äquivalent der Reckenpower aus Breath of the Wild. Okay, das sieht ein bisschen nicht so gut aus. Warte. Ah.
Passt das? Das passt nicht. Ja, dann machen wir das richtig. So. Habe ich noch irgendwas hier, was irgendwie verwendet werden könnte, weil es praktisch ist? Ich glaube nicht. Bisher sind alle Aufnahmen von Tears of the Kingdom auf YouTube verfügbar. Ich glaube, ich fahre leider nicht dahin, wo ich hoffe, dass ich dahin fahre. Sehr schön. Hier gibt es auf jeden Fall mehr Batterien. Das ist schon mal extrem praktisch. Komm schon. So. I like. Ich glaube, man kann aber immer nur 4 irgendwie haben. Und dann despawnt irgendwie eine. Oder? Okay, vielleicht auch nicht. Dann sieht das auf jeden Fall sehr brauchbar aus. Ich würde gerne die Rakete mitnehmen. Oh, hier liegen einfach so viele rum. Holy shit, was ist hier los? So, und... Hab ich Glück, dass ich die nicht gerade aus Versehen aktiviert habe. So. Ich hatte eigentlich auch nicht vor, mir meinen eigenen Battle-Tank hier gerade zusammenzubauen, aber... Manchmal passiert es halt einfach, ne? So, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Juice, glaube ich. Sick. Okay, das ist cool. Hier sonst noch was rum? Chris hat Bock. Chris hat erstmal überhaupt gar keine Ahnung, wo er hin soll. Damit fängt es halt erstmal schon mal an. Außerdem mit Chris Bomben hier. Und ich möchte die eigentlich mitnehmen, aber irgendwie habe ich auch Angst davor. Das Ding ist, ich habe halt nicht nur Batterien ohne Ende, ich habe jetzt auch Kanonen da unten dran. Das ist... voll cool. Oh mein Gott. Sehr nice. Warte, eigentlich eine gute Idee. Ich kann es noch nicht machen, aber ich kann es gleich machen.
Jetzt habe ich leider eine Batterie da weggeschossen. Das ist ein bisschen doof. Oh, ich habe beide sogar weggeschossen. Ah ne, es liegen beide da vorne. Okay, alles ist gut. Okay, weiter geht's. Möge mich nie jemand aufhalten. Stopp. So, und... Ja genau, ich wollte das ja noch speichern, ne? Welches war denn davon cooler? Ich glaube das hier, ne? Das war das kompletteste bisher. Aber das ist identisch mit dem hier. Dann favorisieren wir das kurz mal. Es sieht nicht hübsch aus, aber es funktioniert. Und das ist alles, worauf es ankommt. Okay, los geht's. Verdammt. Okay, ich wusste nicht, dass es tatsächlich so gefährlich ist. Aber ist praktisch, denn hier sind mehr Batterien. Außerdem haben wir hier so ein Ding, was auch immer das nochmal ist. Oh, das schießt Laser, ne? Voll gut. Okay, let's go. Das kommt auch vorne mit dran. So. Komm schon. So. Okay, soweit so gut. Weiter geht's. Oh. Oh Gott. Ist das hier das Ende der Höhle? Einmal schon, okay. Also ich habe jetzt rausgefunden, dass das auf jeden Fall nicht, der Weg zum Schrein war. Hä, das ist mega energieeffizient. Ich verbrauche nur die, die Batterien, die hier so rumstehen. Alles andere ist voll okay so. Thank you.
Ist halt echt nirgends, ne? Ah, verdammt. Jetzt sind die meine Batterien noch leer, also von daher ist alles okay. Das sieht doch aus, als ob man hier irgendwas freibomben könnte. Die wachsen in so einer passenden Form da vorne. Funny, aber hier sind wir nicht richtig. Okay, die Höhle sackte schon mal. Ich meine, wir haben Mayoi-Ding gefunden. Das heißt, das war eigentlich ganz nice, aber das war. Die Höhle war nicht. Die war's nicht. Wait, what? Oh Gott. Ich warte auf den Tag, wo ich random irgendwo hochschwimme und einfach an so einem richtig coolen Ort rauskomme, wo ich auch nicht mit gerechnet habe dann. Aber gut, das war ein Waste. Die andere Höhle war, lass mich kurz mal gucken. Hier. Ich merke halt jetzt schon, dass Tears of the Kingdom für so ein Replay, glaube ich, echt richtig anstrengend wird. Diesen ganzen Schreien, die in irgendwelchen Höhlen versteckt sind. Musst du dir jede Höhle merken, wo du zum Schreien kommst. Da fand ich das in Breath of the Wild ein bisschen einfacher. Ich hoffe, dass das da vorne die Höhle ist, die ich brauche. Ach, Panther. Das mache ich doch gerne. Ich hoffe, dass es dir bald wieder besser geht. Wenn die Leute Bock haben und entsprechend auch dabei sind, dann habe ich gerne dann starte ich gerne den Versuch zumindest 100% zu machen. Aber wenn ich halt merke, dass das halt so nicht so auf Anklang trifft, dann würde ich es glaube ich erstmal lassen. Nice. Lass uns mal irgendwas Stärkeres nehmen. Hey, Laffe. Was geht mit den ganzen Chica-Schildern, Alter? Das ist ja super krass. Super krass einfach. Okay. Damit kann ich schon wieder ein bisschen was anfangen. Das sieht aus, als ob man damit was reißen könnte. Ach du Kacke. Okay.
Okay, los geht's. Hau raus. Das wird. Pass auf. Easy. Easy, sag ich dir. Siehste, easy, sag ich doch. Und das ist er. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Oh, das ist nicht dein fucking Ernst, Alter. Nice. Das ist der Schrein. Ich habe ihn gefunden. Es hat nur, keine Ahnung, 30 Minuten gedauert. Und ich musste nur eine ganze Vokabeln-Bevölkerung auslöschen, aber es hat funktioniert. Alles, was es brauchte, war einfach nur ein Kriegspanzer voller Explosionen und Laser. Und dann hat man es geschafft. Holy shit, Junge. Holy shit. Ey, wenn jeder Schrein so lang dauert, ne? Damn. Also wenn jeder Schrein so lang dauern würde, offensichtlicherweise. Uff, das fühlt sich gut an. Ba-ba-da-bam. Ich meine, es hat uns, wie gesagt, dieses Mayoi-Ding immerhin gebracht. Die sind ja auch nicht ohne. So, die sind ja auch mit Sinn existieren, die. Well, look at this. Junge! Irgendwann kriege ich es noch hin. Irgendwann werde ich es hinkriegen. Irgendwann ist es soweit. Dann habe ich das. Dann läuft das. So, dann haben wir noch die beiden. Und ich bete zu allen Zelda-Göschern, dass die jetzt nicht auch so scheiße irgendwo in der Höhle versteckt sind. By God! Please! Onigaishimasu. So, okay. Dann ab nach oben. Da düst der Drache lang. Vielleicht sollten wir den kurz noch mitnehmen. Die sind gar nicht so weit oben, ne? Die sind relativ weit unten. Das überrascht mich leicht. Aber vielleicht schauen wir das auch gar nicht. Das ist halt voll weit da hinten. Der ist halt einfach hier, so. Bläh, was soll's. Machen wir das da. Die Mayoi-Dinger sind dafür da, dass du so einem Dude dabei hilfst, ein Satori zu werden. Also da, es gibt ja diesen einen Typen, der diese Monstermaterialien verkauft und der hat anscheinend einen Bruder. Und der ist so, oh, ich will ein Mayoi werden. Dafür muss ich gar nicht ein Satori werden, dafür muss ich diese Mayoi-Dinger essen und
dabei helfen wir ihm. Hey Babo, was geht ab? Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende soweit. Wow. Sie haben echt übel viel Spaß damit, die einfach alle Rüstung zu nehmen in diesem Spiel. Halt so ständig einfach. Kann ich dich einfach runterdrücken? Nee, ne? Ich kann dir auch keinen Schaden zufügen, ne? Ha. Okay, warte mal. Du musst gerade noch mal zurückkommen. Okay, soweit so gut. Sick. Aber ich glaube, ich habe nur einen Bogen. Nee, ich habe keine Pfeile mehr. Verdammt. Oh, das ist praktisch. Ich habe dieses Spiel leider noch nicht lange genug gespielt, als dass ich sagen könnte, dass ich das hier vielleicht besser fände. Daher, ich muss das echt noch eine Weile spielen, bevor ich sagen kann, okay, das hier ist so viel cooler oder dass Breath of the Wild cooler ist. Zurzeit schätze ich Breath of the Wild auf jeden Fall dafür wert, dass es ein simpleres Spiel ist. Oh mein Gott. Ich kann mit Eis Stuff auf dem Boden dingsen? Holy shit, das wusste ich nicht. Also ich habe gehofft, dass es geht, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Stirbt er im Wasser? Sehr gut. Sick! Das ist ja cool. Ich wusste das legit nicht, dass du so kleine Eisplattformen auf dem Wasser machen kannst.
Wie gesagt, ich hab's gehofft und ich hab's nicht ausprobiert, aber ich hab's gehofft. Und es geht. Das finde ich toll. Everyone liked that. Das finde ich super. Ab nach oben. Oh, ich hätte auch einfach den Dude hier nehmen können und einfach alle damit kaputt machen, oder? Die besten Optionen findet man immer erst am Ende, wenn es schon vorbei ist. What the fuck? Holy shit, was ist das denn Aufregendes? Krass. Also das Ding ist halt, es braucht Zelda und Link, damit das alles klappt. Und wenn Zelda nicht da ist, kann Link halt auch nur so viel machen, leider. Entsprechend macht es schon Sinn, dass sie alle so sind. Ah, wo ist Zelda? Wir brauchen Zelda. Wir haben halt die erste Hälfte des Puzzles, aber die zweite Hälfte ist einfach verschwunden. Und, nur im Zusammenspiel von Link und Zelda hat das halt in Breath of the Wild klappen können, dass sie Ganon verbannen. Und hier halt wieder, so, es kann nur klappen, wenn die beiden zusammen sind. Außerdem ist sie halt einfach die Prinzessin, deswegen ist sie bei Default wichtiger. Wobei, müsste sie nicht eigentlich die Königin sein? Ihr Vater ist doch gestorben. Und sie hat einfach keinen Nachfolger oder so. Eigentlich ist sie ist doch gar keine Prinzessin mehr. Sie ist doch mittlerweile eigentlich Königin, oder? Also theoretisch so. Ist okay. Ach so, ich habe ihn gespammt und deswegen. Oh mein Gott, ich muss nach da hinten. Das kann nicht weit weg sein. Der Schrein ist eh nicht hier. Wer weiß, wo der ist. Fuck den Schrein so. Wir haben die Möglichkeit, ein Sternteil zu kriegen, was definitiv wichtiger ist. Der Shit liegt einfach da fucking hinten auf dieser kleinen Mini-Insel. Oh mein Gott, da komme ich nie hin. Und, oh Gott, nee, das wird nichts. Ja, ich sehe schon. In der Nähe tiefer. Und schon bin ich so. Oh, really? Really, dude? Ist das wieder das Game, was wir playen werden? Okay, ich weiß, wo wir, glaube ich. Also, ich schätze, wir müssen zu dem hier, ne? Da scheint auf jeden Fall eine Höhle zu sein. Das scheint die wahrscheinlichste zu sein. Ich habe gerade kein Stamina für, obwohl ich eigentlich eine Milliarde Ausdauerknollen habe. Theoretisch sollte ich vielleicht mal eine benutzen. Ha, das sieht aus wie was, was man zusammensetzen könnte. Aber es sieht nicht aus wie was, was mich nach da hinten bringt. Oh mein Gott! Ah nee, ich dachte, das wäre so ein Skelettpferd.
hätte ich einfach instant noch einen Quest abschließen können. Aber ich werde nicht nach da unten mir die Cutscene angucken, aber das ist so ein... Das ist so eine Trash-Aufnahme eigentlich. Da kann ich nicht einfach plötzlich Story-Content reinpacken. Das wäre halt voll fies, so. Wo ist die Höhle? Wo ist die Höhle? Sie ist auf jeden Fall hier irgendwo. Da ist die Höhle. Genau, es ist Majora's Mask Gleiter. Den habe ich vom Majora's Mask Link bekommen. Das ist eigentlich schon eine... Okay, es ist eine geringste Waffe. Yes! Voll cool! Dafür lebe ich. Oh Gott, dafür lebe ich nicht. Was geht mit den ganzen Elektro-Dudes hier ab? Okay. Also ich könnte wahrscheinlich mit meinem Gleiter-Dingsbums darüber fliegen. Das ist, schätze ich, nicht das Problem. Aber das schaffe ich erstens nicht mehr rechtzeitig und zweitens ist es mir egal. Ich möchte den Schrein mehr finden, als dass ich gerade dieses Sternteil möchte. Vor allem bringt es mir, glaube ich, mehr, wenn ich den Schrein habe, weil ich dann immer wieder hierher warpen kann. Und wenn ich jetzt das Sternteil hole, müsste ich mich wieder irgendwo anders hinwarpen und den ganzen Weg wieder hierher rennen. Und das ist mir alles, ist einfach zu nice. Nicht zu nice. Erstmal den freudschen Versprecher raushauen. Ist ein bisschen zu nervig. Hier war gerade ein zweiter. Da fielen zwei Leuchtsteine raus. Warum? Why? Wo ist der zweite hin? Ständig fallen die Items durch den Boden. Oh nein, ich muss ganz kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Oh je. Meine Katze hat sich wachmiaut. Ich musste sie ganz kurz streichen und sagen, dass alles okay ist. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ich glaube irgendwie schon. Nee, als Erz hat auch der Diamant neues Design. Meine Katze ist grau. Ich hätte vielleicht das eine Ding hier nicht kaputt machen sollen. Das war möglicherweise eine blöde Idee. Nun,
Dann schwimmen wir mal, würde ich sagen. Ein Glück bin ich ein effizienter Schwimmer. Das sieht erfolgreich aus, würde ich sagen. Ah, komm schon. Nimm die Bombe auf. So. Dann fix mal Stamina auffüllen und weiter geht's. Das hier war nicht die richtige Höhle anscheinend. Oder ich bin falsch. Das kann auch sein. Muss nach dort. Wo muss ich hin? Ah. Hier geht's ja auch nirgends weiter, ne? War es vielleicht doch die falsche Höhle? Das fände ich ja richtig ätzend. Ist, Alter. Oh mein Gott, das ist ultra krampfig gerade. Ich weiß nicht, ob da noch eine Wand war. Ich habe zumindest keine gesehen. Sonst wäre ich nicht wieder zurückgegangen. Da scheint ja irgendwie noch was zu sein. Ich brauche irgendwas, um an dieser Wand zu bleiben. Ansonsten komme ich da nicht mehr hoch. Warum sind Höhlen nass? Wer hat sich das ausgedacht? Das ist ätzend ohne Ende. So, okay, kochen wir halt kurz mal was. Ich habe doch Stuff, womit ich an Wänden bleiben kann. Unter anderem, aber nicht limitiert auf. Diese Dudes hier. Gab's da nicht noch mehr? Da gab's doch noch diese Dingsbums-Echsen. Habe ich davon nicht noch ein paar? Hier. Sehr schön. Lass mich bloß hier hochklettern, Alter. Das krieg ich durch, Mann. Holy shit. Da vorne! Oh, die spucken Steine aus, oder? Oh mein Gott, das ist ziemlich cool, not gonna lie.
Na komm. Ah! Jetzt aber. Hey Sabrina. Ja, ich weiß, dass es eine Rüstung dafür gibt, aber dazu musst du diese ganzen Quests an den Dingis machen. Wie heißen sie? An den Pferdescheuen, und das habe ich noch nicht getan. Ich habe halt nicht mal genug gemacht, dass ich eine Quest davon kriege. Ein Rüstungsteil. Gerade suche ich einfach nur Schreine. Gerade laufe ich einfach nur rum und versuche so ein paar Schreine zu machen, damit ich meine Ausdauer ein bisschen erhöhen kann. Magst du, wie ich eine unendliche Menge an Leuchtsamen habe, aber ich habe halt nur so 70 Pfeile. Und selbst die verschwinden einfach instant, so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ist okay, ist okay. Ich würde sagen, drei Schreine mache ich noch. Dann kann ich alles, glaube ich, einigermaßen hübsch upgraden. Und dann möchte ich, glaube ich, ein paar Story-Sequenzen machen. Sag mir nicht, ich kann hier nicht raus, ey. Ah, na bitte. Ich weiß nicht, wann ich streamen kann, tatsächlich. Das ist gerade so ein bisschen davon abhängig, wann ich mit meinem Zelda-Video fertig werde. Ich bin hard at work und ich habe schon einen guten Fortschritt gemacht. Und ich hoffe, dass es morgen fertig wird. Holy shit, das ist halt schon 3 Tage überfällig. Aber ich muss leider, wie gesagt, warten, bis ich es fertig habe. Und dann kann ich halt den ganzen Tag streamen. Morgens bis abends, Anfang bis Ende, vorne bis hinten. Let's go, so. Ich kann auf jeden Fall hier mal ein Dings hinmachen. Das ist für mich die Erinnerung, dass dort so ein Geoglyphending ist. Schaffst du es safe? Ich will's hoffen. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Okay, lass mich kurz mal sneaken, was für Schreine ich jetzt hier noch offen habe. Hier ist jetzt noch einer. Den hier habe ich schon. Was auch immer das hier nochmal war. Hier ist noch einer.
Den habe ich schon. Hier ist auch noch einer. Das sind die drei, die ich mache. Davon ist einer halt richtig eklig zu kriegen. Die anderen sollten eigentlich gehen. Schauen wir mal, wie es geht. Ich habe eine Schreinkarte tatsächlich. Auf Zelda Dungeon gibt es eine interaktive Map, wo du sehen kannst, wo die Schreine so sind. Und ey, bei den ganzen Asshole-Positionen, die alle 15 Kilometer unter der Erde sind, ist das auch echt nötig, so. Oh mein Gott, davor habe ich Angst. I'm scared. Oh, und wir gehen direkt in die Nähe von dem Ding. Oh Gott. Das wird witzig. Sind wir einfach am Morgen alle ein bisschen produktiv? Und wenn wir fertig sind, bin ich wahrscheinlich hier und stream noch ein bisschen. Vielleicht sollte ich keine Bombe werfen. Wie wär's damit? Hat das etwa geklappt, dass ich damit die Bienen verscheucht habe? Fucking cool, Alter. Ich bin auch sehr, sehr, sehr happy damit, dass wir so ein Himmel- und so ein Unterwelt-Map-Dings haben. Das macht schon Spaß, das ist schon cool. Voll mysteriös, so hinter dem... hinter der Pflanze so. Ich muss den leider ein bisschen davonlaufen, weil die ein bisschen zu stark für mich sind, glaube ich. Die werden mich wegschotten, wenn die zu mir kommen. So, okay. Ich war falsch. Ich war in der komplett falschen Höhle. Aber jetzt geht's in die richtige. Ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Und ich muss in die Richtung. Ich muss zu diesem See da unten. Einer davon ist der höhergelegene. Bin mir aber nicht sicher welcher. Ich glaube, ist auch egal. Ich glaube, so wichtig ist das dann doch nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Plan. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Wie gesagt, ich habe den einen Namen falsch gelesen. Beziehungsweise ich habe den nicht gelesen. Ich habe einfach vergessen, welcher es war. Hab die falsche Höhle markiert. Hab rausgefunden, dass die eine tatsächlich mit der anderen verbunden war. Das war ganz nett, aber nicht das, was ich wollte. Und jetzt ist hier irgendwo noch eine. Aber zuerst... Tada! So viel Zeit muss sein. Okay, das ist nicht gut. Das ist ziemlich gut. T
Da. Ich würde jetzt nochmal checken, ob hier irgendwo noch Bombenblumen sind, was sehr, sehr, sehr praktisch wäre. Die Chance besteht aber, dass es eher nicht so ist. Von daher, ab in die Tiefe. Ach, das ist Wasser. Okay, witzig. Oh Gott. Deswegen geht immer vorsichtig mit explosiven Sachen um, Mann. Uff. Okay. Work. Hau raus. Läuft. Weiß ich gar nicht, solange bis ich keine Lust mehr habe. Das Problem, was ich gerade habe, ist, dass das ein schwarzer Hinox ist und die sind tatsächlich gar nicht so easy. Schätze ich. Warte. So, und dann habe ich irgendwas Starkes hier. Das ist praktisch. Aber es ist auch ein bisschen dangerous, so. Oh, jetzt hält er sich auch noch das Auge zu. Blach. Na bitte. Quick Reaction Time, los geht's. So. Na bitte. Das ist ziemlich nice. Das ist ziemlich nice. Vor allem sind hier überall Explosionsfässer. Das heißt, die kann ich mit den Pfeilen verbinden, was auch ziemlich nice ist. Das heißt, ich kann auch den hier kurz mal droppen, weil der super ätzend ist und ich ihn gar nicht mal so sehr mag. Ach, das geht doch nicht. Oh, ist ja ätzend. Ätzend, sage ich euch. Dann machen wir das halt so. Ah. Mann! Ich will doch nur eine schöne Zeit haben. Warum wird sie mir nicht gegönnt? Warum? Warum einfach nur? Okay, machen wir es halt übelst safe. So. Da kann ich bestimmt da oben auch noch irgendwie so ein Ding draufstellen. Einfach aus Sicherheit. Oder so. So, so ist auch okay. Thank you.
evil und dangerous. Sehr schön. Das war alles, oder? Das waren nur die beiden. Ach nee, da oben ist noch was. Und da komme ich eher nicht so hoch, ne? Ich find's cool, dass du anscheinend auf zwei verschiedene Wege hier runterkommen kannst. Ah. Ich find's auch cool, wie die Höhle einfach immer dunkler wird. Das ist ziemlich, ziemlich nice. Okay, dann haben wir das. Michi, danke für den Sub und die 6 Monate Treue. Hallo, was geht ab? Mein ganzes Gesicht kitzelt schon wieder, weil ich mir an der Katze gekuschelt habe vorhin. So, jetzt müssen wir zum grünen Punkt und dann haben wir dieses Quest auch beendet. Ich find's cool, wie es vibriert, wenn ein Blitz einschlägt. Irgendwo hier, irgendwo hier. Irgendwo hier muss ich hoch. Eigentlich pennen, aber der tote Punkt ist überwunden, deshalb dachte ich, ich schau mal rein. Ah, voll schön. Dann hoffe ich, dass du ganz schnell wieder müde wirst. So. Nice, genau das wollte ich. Das war mein Plan. Ich finde das übrigens total crazy, dass du einfach so eine fette Wand voller Leuchtzeug hast. Und da fallen halt so zwei Steine raus. So. Das ist halt... Oh, das ist das auf jeden Fall... Ist auf jeden Fall etwas so. Okay, warte. Ich bin erstaunt, dass das Ding hier nicht kaputt geht. Das ist stabiler als erwartet. Das ist auf jeden Fall nice, weil mit so einem riesigen Stein ist es direkt alles erstmal ein bisschen stabiler. Das heißt, ich kann das so schön kaputt machen. Und das hier auch. Kann ja keiner ahnen, dass da so kleine Explosionsdudes drin leben. Und... Okay, cool. Okay, hier ist unser Freund. Dann finden wir wahrscheinlich in dem anderen Ding den
Mayoi Dude, oder? Ach nee, das, da kommen wir dann einfach von oben in die Höhle. Auch aufregend. Oder? Wusste ich's doch. Krasser Dude. Flup. Auch hier wäre es jetzt passend gewesen, wenn ich's mache. Ich hab's wieder vergessen. Irgendwann denke ich dran. Ich will wissen, ob du Rubine bekommen kannst, wenn du den kleinen Dude da triffst, während er davon hüpft. Aber gut. Warte mal kurz. Das war wichtig. Weiter geht's. Zeit, dass wir den letzten der Hinox-Brüder erledigen. Sehr schön. Uff. Erledigt, bevor er springen konnte. Nice. Bin ich für, bin ich dabei. Finde ich super. Sehr schön. Und da ich anscheinend gerade echt richtig krassen Mangel an Waffen habe, nehme ich das auch mal mit. So. Habe ich eigentlich schon mal eine Donnerblume fotografiert? Das wäre vielleicht eigentlich mal ganz smart, das zu machen. Auf jeden Fall. Wir haben ja alles gelootet. Ging auf jeden Fall schneller, als daraus jetzt so einen fetten Steinhammer-Bla-Aktionskack zu machen, was halt 100 Jahre dauert, bis wir das irgendwie mal hinkriegen. Das einzig Doofe ist, ich weiß jetzt nicht, wie ich schnell wieder zum Stall zurückkomme. Michi, das wird ganz bestimmt gut gehen. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du deinem Können vertraust, dass alles gut wird. So, das war cool. Ein Glück haben wir das gemacht. Immer schön looten. Habe ich noch Farben offen, weil das ist ganz praktisch. Kann ich da gerade mal markieren, dass da hinten auf jeden Fall so eine Cutscene ist.
Wenn es denn schon mal leuchtet, möchte ich es auch mitnehmen. Wir haben den Leuen gefunden. Ich dreh durch. Ach du Kacke. Und ich bin, glaube ich, nicht stark genug dafür. Ich habe ein bisschen Angst. Und ich glaube, ich habe echt nicht genug starke Ausrüstung dafür. Aber das ist krass so. Warte, da mache ich ein Monster-Symbol hin. Das merke ich mir. Warte mal, was ist... Das finde ich zu krass, als dass ich da jetzt einfach dran vorbeifliegen kann. Oh, okay. Passt schon, schätze ich. Cool fände ich, wenn wir jetzt zu dem Schrein da hinten kämen, was aber glaube ich nicht klappt. Weil der Dude nicht schnell genug auflädt und das wird glaube ich nichts. Okay, dann landen wir einfach beim Pferdestall, das ist auch in Ordnung. Hey Screaming Hollow, das Spiel ist echt gut. Ich bin sehr eingenommen davon. Es gibt großartige Neuigkeiten, die Brüder sind verschwunden. Das haben wir dir zu verdanken? Das gibt's doch gar nicht. Du hast wirklich die Monster besiegt? Ach, ich habe schon viele Leute hier im Stall kommen und gehen sehen. Du musst wissen, ich kann erkennen, wenn jemand lügt, selbst wenn er nicht rot wird. Du sagst die Wahrheit. Ich muss das nicht mit eigenen Augen sehen. Du hast den Monstern wirklich gezeigt, wo es lang geht. Yo, los geht's. Endlich sind die Monsterbrüder weg. Bla bla bla. Belohnung. Okay. Seltene Tiere. Lass es langsam angehen. Okay. Ich hatte ja mit dem Gedanken gespielt, nach Angelstedt zu gehen, aber da soll es für Piraten so wimmeln. Schlagzeilen? Rückkehr zur Normalität im Dorf Orni. Nach dem Verschwinden der großen Wolke kehrt langsam wieder der Alltag in Dorf Orni ein. Doch, was bedeutet das Erscheinen der legendären Himmelsarche? Ich glaube, ich habe schon einmal von der Orni-Legende über die Himmelsarche gehört. Cool. Hier, sie schwärmen alle für Angelstedt. Nee, warte, ich muss nicht. Hör auf, mit mir zu reden. So, okay. Der Regen hört gleich auf. Von daher ist das voll okay. Gute Nacht, Sigmunda. Alles, was ich möchte, ist, dass der Regen jetzt aufhört. Vielleicht wird es doch schwieriger, als ich dachte. Da ist ein Feuer. Wenn man blind ist, Alter. Wart mir mal bis mittags. Bestimmt hört es dann auf zu regnen. Ich schön, dass ich einfach im Feuer... Ich habe einfach im Feuer geschlafen. Halt, warum auch nicht? Muss ich auch mal was gönnen. Wenn das Blut... Ja, ist schon okay.
Okay, das sieht doch gut aus. Jetzt sollte ich genug Power haben, um da hochzukommen. Das klappt garantiert, sage ich euch. Garantiert klappt das. Besser wäre es noch, wenn jetzt hier irgendwo so ein Teil runterfallen würde, wo ich einfach sagen kann, okay, ich hopp einfach drauf. Zappen uns hoch, halt so ein Ding, nur halt weiter in meiner Nähe. Und dann läuft das schon. Aber naja, schauen wir mal. Ein bisschen gehofft, dass mir das vielleicht entgegenkommt, aber ich glaube, das sieht auch schlecht aus. Obwohl, das sieht doch ganz gut aus. Guck mal, das kriegt man noch hin. Und hopp. Na bitte. Hier gibt's Bananen. Ich dreh durch. Haut die Bananen raus, Alter. Gib mir die Bananen. Alle Bananen zu mir. Gebt mir die Bananen. Zu Bananen sagt man nie nein. Denn die Bananen machen einem eine richtig gute Schwert-Buff-Geschichte. Und das ist echt richtig praktisch. So. Ist einfach Bananen-Emote. Sehr schön. Vielen Dank. Schätze ich sehr wert. Kann ich auch einfach andere Teile nehmen? Oh, kann ich sogar. Okay. Bisschen Ausschau halten, dass ich die Schatztruhe nicht vergesse. Sad. Jetzt habe ich so einen kleinen Block. Oh, ich verstehe. Warte, ich muss dich einmal so umblättern. Dann muss ich dich da dran packen. Und dann muss ich dich da einfach nur rüberheben, anscheinend. Solange es funktioniert, ist alles gut. Ah, ich glaube, da komme ich aber nicht hoch, oder? Ah, verdammt. Okay. Dann... Komm schon! So.
Okay. So kann es natürlich auch gehen. Tada! Bam, babadabam. Eigentlich wollte ich jetzt noch zwei Schreine machen, aber es dauert so ewig. Oh Gott, ich bin die ganze Zeit abgelenkt von anderen Sachen, die stundenlang dauern. Bad oof, so. Dabei sind sie eigentlich relativ machbar nahe. Schauen wir mal. Wenn die jetzt außen sind, mache ich die. Wenn die jetzt auch in der Höhle sind, dann mache ich die nicht. Dann bin ich leider klein und zickig und sage, das mache ich nicht. Das dauert mir zu lange. Okay. Der soll da hinten sein, aber der ist da schon mal nicht zu sehen. Das finde ich prinzipiell schon mal ein bisschen doof. Das hier sieht aufregend aus. Ah, cool, da muss man Raketen für verwenden. Was geht bei ihm denn ab? Crazy Dude. Da ist eine Fee. Oh mein Gott, das ist ja die erste, die ich sehe. Warte. Wo ist meine Kamera? Hier. Langsam. Krass. Kann ich noch ein besseres machen? Das ist schöner. Und jetzt fliegt sie natürlich irgendwo übers Wasser, wo kein Mensch hinkommt. Nice. So. Bin mir noch nicht so sicher, wofür genau ich das hier jetzt mache, aber es sieht funny aus, deswegen habe ich Bock drauf. So. Dann. Oh, ich hasse das Menuing, Alter. Das macht mich wahnsinnig. Die pappen wir zusammen für maximalen Boost. Die pappen wir. Ich. Nee, nicht so. So ist halt mega doof.
Einer dort. Es muss einigermaßen gleichmäßig sein, ansonsten düst er halt einfach fucking weg, so. Okay, damit kann ich leben. Los geht's. Krasse Baufeatures, ne? Geht ab! Okay, hier müsste ich eigentlich runter. Aber das ist auch wieder so eine Scheiße, die irgendwo in so einer Höhle ist, ne? Oh, ich hasse es, dass einfach die ganzen Schreine in Höhlen sind. Hey, Gruftinchen! So, wo bin ich denn gerade? Ich bin jetzt hier. Theoretisch soll die Höhle auf der anderen Seite sein. Schauen wir mal nach. Ich will das eigentlich gar nicht machen. Nee, so. Ah, trotz. Fuck it. Ich will die doch machen. Ich will sie machen. Ich bin nämlich gegangen und habe beschlossen, dass ich die doch machen möchte. Ich glaube, ich möchte meine Ausdauererweiterung mehr haben, als ich die Höhlen nicht machen möchte. Abgenutztes Tagebuch lesen. Eine Legende über diese Höhle erzählt von der Kultur der Sunau, die hier in längster vergangener Zeit florierte. Die geflügelte Sunau-Lanze vom Podest durch den Ring der Glut geschleudert schenkt Licht, das finstere Band. Ich habe die Lanze zahllose Mal geworfen, aber den Ring damit nie treffen können. Also ich habe schon so eine erste Review fertig geschrieben. Ich bin die gerade am Schneiden. Die ist halt jetzt schon 45 Minuten lang. Daher, das läuft auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich krieg sie morgen fertig. Ich kann aber nichts versprechen. Was ist denn mit geflügelter Lanze gemeint? Was habe ich denn für Items, welche Flügel verleihen? Ich hab die Fee. Sowas, oder? Ob das damit jetzt fliegt? Oh, tatsächlich. Gute Nacht, Katashka. Ist ja auch schon spät.
Ja, ist okay. Ich habe kurz gedacht, ich muss vielleicht möglicherweise, einen Leuchtstein damit dranbringen, weil da einer war, aber dann fiel mir ein, ach ja, da waren ja ungefähr 1 Milliarde Fledermäuse, die ich ignoriert habe, als ich hier runtergegangen bin. Vielleicht hat das was damit zu tun. Ich bin leider einer der wenigen Menschen, die mit Eurovision halt nichts anfangen können. Also, ich habe das letztes Jahr, glaube ich, geschaut oder vorletztes Jahr. Und es war eine Qual, Alter. Ich habe mich durchgequält. Ich fand das so langweilig. Ich fand das so langweilig. Ich fand das so langweilig einfach. Dieses Jahr auch schlecht, ist besser so. Ja. Also, ich glaube, ich habe es ein einziges Mal verfolgt. Und das war vor 1 Million Jahren, als Lena gewonnen hat. Da weiß ich noch, wie ich die Straße runterging. Es war sonnig und ich dachte mir, yeah, wir haben gewonnen. Voll cool. Und dann habe ich nie wieder darüber nachgedacht. Also es gibt ein paar Lieder, die ich halt immer ganz gut finde, wenn ich da mal in die Playlist reinhöre. Aber insgesamt hält sich halt mein Enthusiasmus bezüglich des Ganzen echt in Grenzen, so. Muss ich nicht unbedingt haben. Kann ich auch leben, wenn wir das nicht machen. Ist das wieder so ein Stein-Dude? Ich glaube, das ist wieder so ein Stein-Dude, ne? Eran! Danke für den Sub! Okay, jetzt mach mal dein Ding da. So. Die ist ja auch kein ESC für mich. Wie gesagt, ich habe es letztes Jahr gesehen und ich fand es zum Sterben langweilig. Und deswegen habe ich dieses Jahr einfach so gar keine Skrupel, das einfach nicht gesehen zu haben. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Ich glaube, Australien hat irgendwann mal nett gefragt und die haben gesagt, ja, okay, ihr könnt mitmachen. Alternativ, Australien gehört zumindest mit in die PAL-Region. Daher, keine Ahnung. Vielleicht hat es was damit zu tun. Insgesamt weiß ich es auch nicht. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist mir Eurovision Song Contest historisch richtig krass egal. Von daher weiß ich es leider auch nicht. Timmy, danke für den Raid. Okay, das hier ist der Punkt, wo ich den kleinen Dude jetzt fucking treffen werde. Pass auf. Oh fuck, warte. Hab ich's verkackt? Er greift mich an? Und es gibt gar nichts. Wasted! Aber ich krieg zumindest die Pfeile zurück. Dreh ich durch. Ich drehe. Ganz da durch. Okay. Fuck it, Alter. Fuck it. Jetzt machen wir den anderen auch noch und dann kann ich zumindest mein Rädchen voll machen. Dann bin ich glücklich. Okay, dann bin ich happy. Ich bin happy dann. Endlich mal. Nach so viel Zeit. Ich habe übrigens noch ein
sauren Apfelring gefunden. Und der Shit ist das Beste, was existiert. Was sexistiert. Ah! Prost. Die sind in einem Bund mit der EU. Das ist ja aufregend. Okay, lass mich fix scouten. Eigentlich soll er da unten sein. Das Geheimnis ist, dass sie hier sein sollte. Ha! Und hier ist auch keine Höhle in der Nähe. Oh, was? Oh. Ah, warte, hier sollte ich irgendwas draufpacken, oder? Bringe dem Wasser entsprungenen Schlüssel den drei Altären da. Wasser vermag seine Form zu ändern. Soll ich da mit Wasserpfeilen drauf schießen? Ist das das, was ihr meint? Nee. Bringe dir dem Wasser entsprungenen Schlüssel den drei Altären da, auf dass der heilige Schrein sich dir offenbare. Spontan hätte ich jetzt gesagt, hier ist irgendwas, oder? Nein, okay. Alternativ ist da hinten ja so ein kleiner Teich. Vielleicht findet man ja dort etwas. Das fände ich ganz cool. Aber was haben wir denn, wo Wasser seine Form verändert? Okay, den kann ich schon mal mitnehmen. Was ich machen soll, Alter. Okay, das war schon mal richtig. Soll ich da drei Eisplatten einfach reinpacken? Aber halt in drei verschiedenen Größen.
Wahrscheinlich, ne? Deswegen ist da auch so ein Feuer drin. Okay, okay, okay. Das macht Sinn. Das macht Sinn, das macht Sinn, das macht Sinn. Habe ich nicht so einen Feuerstab irgendwo? Hier. Okay. 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 Das ist gar nicht so schwierig. Ich dachte, es wird halt jetzt so voll eklig kompliziert und ich muss so drei Formen des Wassers finden. Was halt einmal so ein Eisding ist, dann so ein Jelly-Ding und keine Ahnung, noch irgendwas anderes. Warte. Oh Gott, ich bin so dumm. Hey Serena, was geht ab? So spät am Sonntagmorgen. Ist das klein genug? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Aber okay. Ein bisschen geht noch. So. Ich hoffe, ihr seid mit eurem Eis happy. Ich trinke tatsächlich gar keinen Kaffee. Also, wenn man mir einen Kaffee anbietet, nehme ich den gerne. Aber ich persönlich würde mir halt nie einen Kaffee machen. Daher, ich habe gar keine Favoriten. Ich nehme immer der am süßesten ist und wo am meisten Milch oder Sahne drin ist. So dass es halt möglichst wenig nach Kaffee schmeckt. Ich mache mir auch keinen... Also wie gesagt, wenn man mir jetzt einen Eiskaffee anbieten würde, würde ich nicht nein sagen. Aber ich würde halt mir keinen selber machen. Ich bin eher der Energy Drink Fan. Wenn ich wach werden muss, dann eher das als Kaffee. Schön Monster zum Frühstück. Zum Frühstück trinke ich Orangensaft. Oder Kakao. Aber kein Kaffee. Never, never, ever, ever werde ich mir eigenen Kaffee machen. Werde dieses Jahr 35 und ich besitze keine Kaffeemaschine und habe auch noch nie eine besessen und werde nie eine besitzen. Das ist, glaube ich, einer der Fakten, die sich halt niemals, never, ever ändern werden in meinem Leben. Okay, so, ich habe, was ich brauchte. Jetzt müsste ich nur irgendwie meinen ganzen Kram upgraden. Ich glaube, da war so ein Ding. Ich war mal großer Fan vom Vanille Frappuccino, glaube ich. Von Starbucks. Das, den, also wenn das das ist, was ich denke, habe ich das echt gerne getrunken. Sie haben einfach... Sie haben der fucking Figur einen Hut aufgesetzt. Nice. Du hast Herausforderungen bestanden und Segenslichter erhalten. Ich erbitte um Ausdauer. Yes, so sei es. Ich bekomme 4 Ausdauer-Container und das finde ich sehr gut. Oh mein Gott. Du, 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 du.
Tada! Tada! Sehr schön. Bringe der Welt den Frieden zurück. Ey, guck mal, jetzt können wir voll lange laufen und das finde ich voll gut. Okay, jetzt will ich ein bisschen Story weitermachen. Ich habe keinen Bock mehr auf Schreine. Die sind kacke. Die sind voll scheiße, dass die alle entweder... die sind alle einfach in irgendwelchen fucking Höhlen ständig versteckt. Und diese Höhlen zu finden, ist so ätzend. Was bringt mir... Was bringt mir das Ding, dass ich Schreine finden kann, wenn die einfach ständig irgendwo unterm Boden sind? Ah, ich brauche eine Pause mit Schreien, Alter. I'm going crazy.